herzlich willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir diesmal wieder ein Pick a Card mitgebracht. Diesmal zum Thema, wie verändert das 11.11-Portal dein Leben? Es ist ja bald soweit und die Energie ist ja immer schon ein paar Tage vorher präsent und ein paar Tage danach. Und für mich persönlich ist das 11.11-Portal immer ein ganz, ganz besonderes, starkes Portal. Eigentlich im Jahr mit dem 8.8-Portal für mich persönlich das stärkste und das 11.11. Und ich habe dir wieder drei Stapel vorbereitet. Hör da ganz auf deine Intuition und wähle ein oder mehrere Stapel aus. Bedenke, hier geht es um ein Kollektiv-Reading. Nimm nur die Botschaften, die für dich passend sind und lass die anderen weg. Wir beginnen jetzt auch direkt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Thema, wie verändert das 11.11-Portal dein Leben? Und ich musste so lachen, als die Karte gefallen ist, der Twin Flames, weil wenn du auf der Twin Flame Journey bist oder dich mit dem Konzept der Twin Flames davon schon mal gehört hast oder dich damit auseinandergesetzt hast oder eben auch schon viel, viel tiefer in der Thematik bist, weißt du, dass die Zahl 11.11 den Twin Flames zugeordnet wird und dass auch im Tarot die vier der Stäbe, also wie man kann sie auch als vier Einsen sehen und deshalb wird sie auch die 11.11er-Karte genannt, die Twin Flame Journey im Endeffekt beschreiben. Und du hast jetzt hier eine Botschaft, dass es darum geht, Vertrauen zu haben in den Magnetismus deiner Twin Flame und dass du zu ihr geleitet wirst, geleitet wirst. Und vorab hier aber, egal jetzt, ob du das als Twin Flame, Dualseele, Zwillingsseele oder auch gar nichts mit dem Label anfangen kannst, sondern von Seelengefährten sprichst oder von Soulmates sprichst. Es sind alles Labels, spielt auch gar keine Rolle. Das, was ich aber gelernt habe, weil ich mich länger mit dem Konzept der Twin Flames auseinandergesetzt habe, da mir sehr viel Wissen angeeignet habe und ja auch sehr viel gechannelt habe, ist es für mich, jeder kann das anders sehen, aber das möchte ich mit dir teilen. Für mich ist das am Ende ein Konzept, was gewissen Seelen dabei hilft, wach zu werden und eine Bewusstseinserweiterung hinzubekommen. Und es ist die Reise für mich in die Selbstliebe und in die kosmische Liebe. Und deshalb kannst du dir halt auch selber immer sagen, du bist ja, also wenn du auch dieses Label benutzen möchtest, du bist deine eigene Twin Flame und du wirst selber geleitet in deine Uressenz, zu der wahren, zu deinem wahren Kern. Und das ist natürlich bei der Twin Flame Reise oft damit verbunden, dass man ein Gegenstück bekommt in Form von einem romantischen Partner, Partnerin, wodurch man sich erfährt, wer man ist und wer der andere ist, weil es ganz oft gegensätzlich ist. Aber du kannst es, wie gesagt, auch mit jedem anderen Label austauschen. Und es gibt unglaublich viele Meinungen zum Twin Flame Konzept. Und viele sagen zum Beispiel auch, dass es nur eine einzige Twin Flame gibt, also dass es immer ein Paar ist, wovon ich nicht überzeugt bin, weil für mich Twin Flame oder eine Dualseele eine Energie ist und eine Energie ist für mich nicht auf eine Person beschränkt. Und ich durfte in meinem Leben mehrere Personen kennenlernen, die für mich eine Twin Flame Energie repräsentiert haben. Und auch dort, das ist nicht bei jedem ein romantischer Partner oder Partnerin, sondern das kann sich auch in Freundschaften äußern, das kann auch ein Familienmitglied sein. Also ich bin da einfach nur, deshalb möchte ich das mit euch teilen, sehr offen zu bleiben, weil am Ende des Tages ist es ein Konzept und ob das jetzt wirklich alles so wahr ist, was auch darüber
kursiert, auch online, weil da gibt es ganz, ganz viele Meinungen zu. Und ich möchte einfach aufrufen dazu, dass du dir deine eigene Meinung bildest und dass du deine eigenen Erfahrungen damit machst und nicht alles, was online irgendwie steht, für gegeben hinnimmst, sondern ja, wirklich auf dich selber hörst, was hört sich für dich stimmig an, was nicht. Und da einfach wirklich auch auf deine Intuition wieder zu vertrauen und aber auch sehr offen und flexibel dafür zu sein, selbst wenn du halt selber sagst, das und das sind meine Erfahrungen, deshalb sage ich das auch, meine Erfahrung ist, dass das eine Energie ist und dass das auf mehrere Personen gemünzt werden kann. Das heißt aber nicht, dass das deine Erfahrung ist. Vielleicht machst du in diesem Leben die Erfahrung, dass das nur eine Person betrifft und dann ist das deine Wahrheit und richtig und gut für deine Inkarnation und für deine Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass das für mich richtig und gut ist, sondern ich sollte eine andere Erfahrung machen. Und da möchte ich so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, weil ich auch erlebt habe, dass das Twin Flame Konzept sehr toxisch sein kann und auch dazu führen kann, dass man seine Liebe nur auf einen Menschen beschränkt. Und wenn wir jetzt mal aus der romantischen Liebe herausgehen, weil darum geht es ja auch im Erwachensprozess, was für mich so schrägstrich auch einfach nur eine Art von der Twin Flame Journey ist, geht es ja darum, dass wir im Leben ganz, ganz viele Arten haben, wie wir Liebe ausdrücken. Und schon alleine deshalb ergibt es für mich keinen Sinn, Liebe nur auf eine Person zu projizieren, weil, wenn jeder ehrlich zu sich ist, tut das kein Mensch. Denn du liebst ja auch Freunde, du liebst ja auch Familienmitglieder oder ein Familienmitglied, was auch immer jetzt für dich passt. Du liebst ja vielleicht auch Tiere oder man sieht daran ja schon, dass Liebe nicht nur auf ein einziges Wesen beschränkt ist. Genau, das wollte ich da jetzt nochmal sagen. Aber ich finde es wunderschön, dass die Twin Flames sich hier zeigen. Also liebe Grüße an alle, die sich mit diesem Konzept auskennen oder die sich selber als eine Twin Flame bezeichnen. So, jetzt kommen wir aber weiter in dein Starseed-Orakel. Schauen wir mal, was das... für manche ist natürlich jetzt hier vielleicht auch die Botschaft, wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, dass durch das 1111-Portal das ausgelöst wird, dass du dieses Konzept dich damit beschäftigst oder dass eine Person nämlich in dein Leben tritt, die diese Twin Flame Energie für dich repräsentiert oder Personen oder du dir den Unterschied, weil das ist das Einzige, was ich gemerkt habe, es gibt einen Unterschied zwischen der Energie von Soulmates und von Twin Flames. Wie gesagt, ist meine eigene Erfahrung, heißt nicht, dass es deine ist. Für andere, die schon länger auf dieser Journey sind, die sich damit auskennen, ich glaube, dass das 1111-Portal für dich nochmal neue Erkenntnisse bekommt und mehr Frieden. Schauen wir weiter. Ja, du hast hier das kosmische Herz. Mach dein Leben zu einem, im Endeffekt zu einem Gebet. Und es ist jetzt egal, ob du religiös bist oder auch nicht oder sagst, ich habe spirituelles Interesse. Und ob du jetzt sagst, ich bete oder ob du sagst, ich arbeite mit gewissen Tools. Sei da bitte ganz offen und nimm da das, was zu dir passt. Aber es geht eben darum, dass das ausgelöst wird durch das 1111-Portal bei dir, dass du eintauchst in ein neues Level von kosmischer Liebe. Und genau darum geht's bei dieser ganzen Reise im Endeffekt auch, dass du dich verbunden fühlst und dass du, ich habe gerade so selber gespürt, den Herzschlag, also das Universum in deinem Herzen spürst. Mit allen Wesen und natürlich, da unsere Zeit hier begrenzt ist in einer Inkarnation, machen wir ja Erfahrungen mit gewissen Menschen oder mit gewissen Tieren oder mit gewissen Spirits und eben nicht mit allen, weil das zeitlich gar nicht möglich wäre. Du kannst ja nicht mit 2 Millionen Menschen eine tiefe Freundschaft haben oder eine romantische Verbindung. Das geht ja einfach schon von der Lebenszeit her nicht. Und deshalb suchen wir uns natürlich ja ein paar Personen aus oder
oder gewisse Erfahrungen, das geht ja jetzt auch weiter über Personen, auch an Orte, wo wir sind, wo wir arbeiten. Wir können ja auch nicht bei 2 Millionen Unternehmen in einem Leben arbeiten, das geht halt auch nicht. Und deshalb suchen wir uns ja natürlich gewisse Gegenspieler oder Mitspieler aus. Gegenspieler ist immer so, nee, das nehmen wir das weg, weil das ist irgendwie so Konkurrenz, nehmen wir Mitspieler aus, die uns einfach helfen auf dieser Reise, unsere wahre Essenz zu finden und uns wieder zurück zu verbinden mit der Urquelle oder mit dem Universum, egal wie du das nennst. Schauen wir mal, was die Feen dir zu sagen haben. Wow, du hast hier die Lotusblüte mit der Fülle und achte auch darauf, also weil hier auch die 3 Kerzen sind und du auch hier so viel Blumenenergie hast, vielleicht möchtest du auch am 11.11. für dich so ein kleines Ritual machen, wirklich mit Blumen und dass du Kerzen anzündest. Das bekomme ich ja auch noch für jemanden rein, dass das ein sehr hilfreiches Ritual für dich wäre, um dich zu öffnen, in den wirklich in diesen Annehmen-Modus zu gehen, also in diesen Receiving-Mode, um noch mehr Liebe in dein Leben zu lassen. Und Liebe meine ich halt auf allen Ebenen. Es ist jetzt egal, ob das in Form von anderen Personen ist oder in Form von deiner Selbstliebe oder in Form von, dass du materielle Fülle anziehst oder noch mehr dann halt annimmst als bisher, weil sie ist ja immer da, das Glück ist da, die Liebe ist da, die Harmonie, die Hoffnung, der Frieden, alles existiert ja, aber es geht ja darum, das annehmen zu können, sich auch wertig genug zu fühlen, dass man das annehmen kann. Und hierum geht es, dich da wirklich die mentalen Blockaden, die dich von der Fülle abschneiden oder trennen, also angeblich trennen, eigentlich bist du davon ja nicht getrennt, aber dein Verstand trennt dich gern davon, dass du die auflöst. Und dafür kannst du das 11.11-Portal super benutzen. Und das ist aber auch etwas, was durch das 11.11-Portal bei dir ausgelöst wird, dass da bestimmte Blockaden in die Heilung gehen dürfen. Und wirklich, gerade gehört, verschwinden dürfen. Interessant, schauen wir weiter. Du hast Hildegard von Bingen Kristall- und Pflanzenenergie. Und jetzt haben wir es schon wieder. Du hast hier so viele Blumen. Jetzt kommt hier wieder die Pflanzenenergie und jetzt kommen noch die Kristalle rein. Ich bin verbunden mit den Heilkräften der Natur. Also wirklich, nutze bitte die es noch nicht machen, ist das ein super Einstieg, sich jetzt mit Kristallen mehr zu beschäftigen, mit Pflanzenenergien mehr zu beschäftigen. Und die anderen, für euch ist das, die das sowieso schon lange machen, ist das einfach nur eine Bestätigung. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und vielleicht möchtet ihr euch auch mit Hildegard von Bingen mehr auseinandersetzen. Oder es ist vielleicht auch die Bestätigung, dass du das schon in der Vergangenheit viel getan hast, dass das hier dein Stapel ist und dass du die Energie von ihr in dir trägst. Also vielleicht bist du auch von Sternzeichen Jungfrau oder hast eine starke Jungfrau-Besetzung. Das kann auch sein. Und dass hier so Themen auch mit gesunder Ernährung, aber eben auch Heilpflanzen, ich bekomme auch Homöopathie rein, dass das auch so deine Talente sind und eben auch Kristalle zu benutzen. Also dass du da halt auch so ein so ein Kristall, ein Kristallkind bist, egal jetzt ob Mann oder Frau. Und dass es für dich einfach, ja, du das vielleicht auch gut benutzen kannst, um andere Menschen zu heilen und auch dich selber. Schauen wir weiter. Du hast das Erdinnere mit dem Wurzelchakra Stärke und Sicherheit Fundamente legen. Und das ist für dich jetzt hier ein Thema, was ganz wichtig ist. Und was auch hier als nächstes passieren soll, dass du dein Wurzelchakra stärkst und dadurch eine, ja, in der materiellen Welt dich selber sicherer und stärker fühlst, indem du deine Selbstliebe noch mehr lebst und den Weg deiner Berufung gehst, habe ich gehört. Wirklich nochmal dich mehr connectest mit diesem kosmischen Herz, mit der Urquelle und so wirklich auch geleitet wirst, womit du in der Zukunft dein Geld verdienst, habe ich auch gerade gehört. Und oder auch dir Erfahrungen erschaffst, also wenn das jetzt für dich gar kein Thema mehr ist, weil du in Rente bist zum Beispiel,
dass es aber darum geht, dass du Erfahrungen oder Menschen in dein Leben ziehst, dadurch, dass du dich innerlich veränderst und selber stärker und sicher bist und in deiner Selbstliebe auf einem anderen Level bist, dass du das Gefühl immer mehr bekommst, sicher zu sein und dich auch mit Menschen zu umgeben, die dir dieses Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Spiegelung deiner selbst, deiner eigenen Entwicklung, dass du stabiler geworden bist und dich mit der Erde mehr verankerst. Und ich meine, wir haben jetzt hier die Pflanzenenergie, auch Mutter Gaia ist hier ganz, ganz stark. Es geht hier darum, dass du das Portal dafür nutzen kannst, dich wirklich mit Mutter Erde viel mehr zu verbinden und dass das auch der nächste Schritt auf deiner Reise ist. Und im Erwachensprozess wäre das die Grounding-Phase, die da jetzt eingeläutet wird. Wow, schauen wir weiter. Spannend. Du bist ein Geschenk. Ja, trete in dein Licht ein und folge deinen Visionen. Oh, ich finde das hier so schön, weil es hier halt auch wieder das Portal zeigt, dass du auf dem Weg bist, durch ein neues Portal zu gehen, in eine neue Timeline zu gehen und dich wirklich selber mehr als das Geschenk anzusehen. Das kann natürlich auch hier von euch, die, jetzt egal, ob ihr das, wie ihr es labelt, Herzensmensch, Seelengefährte, Twin Flame, Divine Maskulin, Divine Feminin, dein Gegenstück, was auch immer, wie du es bezeichnest, das hier eine, krieg hier rein für manche von euch, ihr habt das Gegenstück in der Vergangenheit zu viel fokussiert und es geht darum, dass du den Fokus auf dich legst, dass du es halt auch erkennst, du bist selber dein Herzensmensch, du bist selber der Seelengefährte, du bist selber die Liebe deines Lebens und es ist alles wunderschön, das mit jemand anderem zu teilen oder auch mit mehreren Menschen zu teilen, aber am Ende des Tages geht es darum, um wirklich diese, ja, den Weg der Selbstliebe zu gehen, den Selbstwert zu erkennen und dein eigenes Licht zu erkennen und sich nicht, und das ist für manche die Botschaft, wo es in Anklang geht, sich eben nicht so viel auf andere Menschen zu konzentrieren oder einen bestimmten, sondern diesen Fokus mal abzuziehen und dir diese ganze Liebe und diese ganze Fürsorge und den ganzen Fokus und die ganzen Gedanken, die du vielleicht in deine Beziehung reinbringst, in deine Freundschaften, in deine Familie, dir selbst zu schenken. Dir selber mal das Geschenk der Liebe zu machen und wirklich dadurch in dein Licht noch mehr zu kommen, noch mehr zu strahlen und dadurch ja dieses Licht natürlich auch für andere sichtbarer noch zu machen und dadurch so einen positiven Effekt auch auf andere zu haben, weil wenn du leuchtest, dann nehmen das ja auch andere wahr und sie können auch inspiriert werden, selber mehr zu leuchten. Schauen wir noch in dein Tarot. Wow, und es ist klar, dass hier die Liebenden fallen und noch mit der Twin Flame Karte. Das sind jetzt hier die zwei Schwäne. Vielleicht haben Schwäne für dich sowieso eine besondere Bedeutung. Vielleicht siehst du sie, hast sie in letzter Zeit öfter gesehen. Und dieser Prozess auch des Schwans, also auch das, die Geschichte oder das Märchen vom hässlichen Entlein zum wunderschönen Schwan fällt mir hier halt auch immer ein. Genau darum geht es. Das ist auch die Reise der Selbstliebe, zu erkennen, wie wundervoll du selbst bist, aber natürlich auch zu erkennen, wie wundervoll andere Menschen sind. Und hier geht es um Liebe, hier geht es um Beziehungen an sich. Hier geht es natürlich auch, eine Form der Liebe ist eine romantische Verbindung, aber hier geht es auch um Freundschaften. Hier geht es eben auch die Liebe zu sich selbst und die Liebe zur Berufung, die Liebe zur Mutter Erde, die Liebe zum Leben. Also du kannst es jetzt immer mehr erweitern, die Liebe zu deinen Hobbys, die Liebe zu deinem Selbstausdruck, die Liebe zu deinem Privatleben, was auch immer. Hier geht es um Balance und hier geht es halt wirklich zu erkennen, dass du selber das Gegenstück bist und dass es darum geht, in jeglicher Beziehung, die du in deinem Leben hattest, die du gerade hast und die du in Zukunft haben wirst, dass es eine Erfahrung ist, die dich näher zu dir selbst
und zum kosmischen Herz bringen soll, die dich verbundener dich fühlen soll mit unserem Planeten, also auch, also klar, wo wir inkarniert sind, jetzt hier auf dem Planeten Erde, aber auch mit dem ganzen Galaxien, mit dem ganzen Planetensystem, mit eben dem ganzen Universum, sich eins zu fühlen, sich geliebt zu fühlen, egal ob da jetzt ein romantischer Partner oder eine Partnerin in deinem Leben ist oder viele Freundschaften oder auch nicht, oder ob da eine Familie ist, die das Gefühl gibt, dich zu lieben. Am Ende des Tages geht es um die Erfahrung, dass du so verbunden bist mit allem, dass du dich zu jeder Sekunde geliebt fühlst, egal was im Außen ist, egal wie viele Menschen in deinem Leben sind. Das ist hier die Journey. Wow, lieber Stapel 1, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich habe hier noch eine Botschaft für jemanden. Wenn du gerade nicht in einer Partnerschaft bist, du aber diesen Wunsch hast, in der Zukunft das zu sein, dass das hier die Bestätigung ist, dass in der Zukunft ein Partner oder eine Partnerin auf dich wartet, mit der du oder dem, also mit der Person, du eine Liebe leben kannst auf einem anderen Level. Aber warum ist das möglich? Aufgrund deiner Transformation. Aufgrund dessen, was ich hier alles gesagt habe, dass dir das klar wird, dass du ein Teil des großen Ganzen bist, dass das Universum durch dein Herz schlägt, also dass du es fühlst, dass du dich selbst als Geschenk ansiehst, dass du selber weißt, ich bin die Liebe meines Lebens, ich habe Vertrauen darin, Liebe ist so viel mehr als eine romantische Verbindung. Und das ist immer so mega vom Universum gemacht. Dann, wenn du das Gefühl hast, das alles gar nicht mehr zu brauchen, weil du so weit gekommen bist in deiner Entwicklung, genau dann kommt so eine Beziehung oder kommt eine neue Freundschaft. Genau dann in dem Moment, wenn du gesagt hast, ich komme auch alleine super klar. Aber das nicht als Schutzreaktion gemacht hast, sondern es wirklich eine innere Wahrheit ist, weil du dich so sehr selbst liebst. So. Das waren eure Botschaften, lieber Staffel 1. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Ich wünsche dir ganz viel Love and Sunlight, ein wunderschönes 11.11-Portal. Bis zum nächsten Mal. Lieber Staffel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Thema, wie verändert das 11.11-Portal dein Leben? Und du hast hier einfach schon die Tür, die sich öffnet, also das Portal, wo dir eine neue Chance repräsentiert wird, eine neue Möglichkeit, die dich, hier steht es jetzt, zu einer neuen Person führt. Ja, kann natürlich sein, dass die, die auf der Suche sind oder sich finden lassen wollen, nach einer neuen romantischen Verbindung, ja, dann ist das hier halt auch die Möglichkeit, dass das 11.11-Portal, weil das steht ja auch für die Liebe, für Seelengefährten, für großes Wachstum, dass sich dadurch jetzt auch neue Partnerschaften bilden. Und ihr kennt mich, ich will das nicht nur auf romantische Verbindungen begrenzen. Das kann genauso beruflich sein, dass da neue Personen auf dich warten und neue Partnerschaften, neuer Job auf dich wartet, neue Kooperation, genauso wie eine neue Freundschaft, neue Freundschaften. Das kann genauso gut sein. Es kann natürlich auch sein, eine für manche bekomme ich ja auch rein, dass es das Portal ist, wenn du ein Kind bekommen möchtest. Dass das eben auch die neue Person dann in deinem Leben ist. Das kann es natürlich auch sein. Oder wenn du ein Kind adoptieren möchtest oder ein Pflegekind in dein Leben kommen möchte oder in deiner Familie jemand Nachwuchs erwartet, das kann es natürlich auch alles sein. Genau, dass da die Familie größer wird. Und du hast hier auf jeden Fall eine Chance, also ich bekomme hier auch rein, eine Chance, ein Ziel von dir zu erreichen, dem näher zu kommen. Schauen wir mal, was das ist. Vielleicht verraten die Karten es uns noch.
Du hast Pele mit Aufbruch. Ich bin die Schöpferin meines Lebens und transformiere, was mir nicht länger dient. Und das ist die Chance hier jetzt auch vom 11.11-Portal. Das ist genau die Energie auch, dass dieses Portal eine riesige Wachstumschance ist und auch nochmal, ja, wirklich auf eine neue Timeline zu gehen und alte Verhaltensweisen wirklich abzulegen, von denen du weißt, sie dienen mir nicht mehr, oder Situationen, gab es einen Job, ob es eine Wohnsituation ist, ob es eine Freundschaft ist, die dir nicht mehr gut tut, eine Liebesbeziehung, die dir nicht mehr gut tut, was es auch immer für dich jetzt selber ist, oder ein Job, einen Karriereweg vielleicht komplett, wo du einfach entscheidest, ich habe das lange Zeit jetzt gemacht oder vielleicht auch kürzere Zeit, aber ich merke einfach, dass es mir nicht dient. Es dient meinem Wachstum nicht mehr und dass man hier so eine Aufbruchstimmung hat und etwas anderes machen möchte. Und genau hier ist auch die Botschaft, die Impulse, die du jetzt auch um das 11.11-Portal bekommst. Wie gesagt, es wirkt schon ein paar Tage vorher und auch ein paar Tage nachher, wirklich darauf zu hören und zu schauen, was bekomme ich hier rein, auf welchem Weg möchte ich geleitet werden, was für Möglichkeiten und Chancen werden mir gezeigt oder wozu fühle ich mich halt auch hingezogen, Neues auszuprobieren oder welchen Schritt zu gehen. Das ist auf jeden Fall für dich die Energie beim 11.11-Portal. Da wirklich so eine Aufbruchsstimmung zu haben und dass da was Neues in dein Leben also treten möchte. Egal, ob es eine neue Situation ist, eine Person oder ein Job oder ein neues Ziel, was du vielleicht vorher so gar nicht hattest. Schauen wir weiter. Du hast die Weisheit. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du weiser bist als dein Alter? Es ist Zeit jetzt, deine Weisheit zu nutzen für eine aktuelle Herausforderung. Und das stimmt, das wollte ich auch noch mit dir teilen. Das 11.11-Portal, also gerade, vielleicht merkst du das auch, weil wir nochmal jetzt gerade seit Anfang September zurück ins Steinbock-Zeitalter gegangen sind und ab dem 20. November ist das Jahr vorbei. Und ich habe persönlich die Erfahrungen, ich habe sie aber auch in meinem Umfeld. Deshalb schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn das bei dir genauso ist. Weil wie gesagt, es muss ja nicht bei jedem so sein. Dass man jetzt nochmal zum großen Finale, weil jetzt ein Zyklus von den letzten 16 Jahren geschlossen wird, nochmal man mit Personen oder mit Situationen konfrontiert wird aus der Vergangenheit, um nämlich zu schauen, reagiert man immer noch genauso, trifft man die gleichen Entscheidungen oder ist man jetzt wirklich anders und hat auch gewisse Dinge daraus gelernt, also Weisheit entwickelt und reagiert deshalb anders, entscheidet anders, fühlt sich anders, denkt anders. Und das kann jetzt gerade bei dir auch nochmal passieren, jetzt auch nochmal um die Zeit des 11.11-Portals, dass es nämlich darum genau geht, dass wenn du wieder an etwas erinnert wirst, was du schon mal erlebt hast, wirklich in dich zu gehen, in Ruhe einmal durchzuatmen und dann nämlich zu schauen, und wie reagiere ich heute? Und was mache ich heute damit? Denn es ist halt auch so gesehen wie so eine Prüfung. Willst du jetzt das Gleiche machen und in den gleichen Zyklus gehen wie in den letzten 16 Jahren oder hast du eben auch jetzt gewisse Lernaufgaben beendet, abgeschlossen, weil du es wirklich gelernt hast? Und das ist eine ganz spannende Zeit, also achte da mal drauf. Schauen wir in dein Starseed-Orakel. Du hast alle Wege führen, also bring dich nach Hause. Deine innere Autorität, es geht um deine Intuition, um deine innere Stimme. Und dass es eben genau darum geht, dass du dich auf dich und auf dein Inneres fokussierst. Denn da liegt deine Weisheit, da liegen deine Antworten, die du brauchst. Da wirst du geleitet. Und eben da dir auch bewusst zu machen, auch wenn du sagst, ich bin in der Vergangenheit irgendwie Irrwege gegangen, ich bin Umwege gegangen. Ja, dass du sie erkennst, dass du sie jetzt auch deshalb kein zweites Mal mehr gehen musst, aber dass
egal ob du einen Irrweg gehst oder den straighten Weg gehst, am Ende des Tages kommst du nach Hause zur Urquelle. Du wirst wieder eins mit dem Universum, wenn deine Inkarnation hier zu Ende ist. Du bist sowieso immer Teil des Universums und du kommst immer nach Hause. Du kommst immer bei dir ein Stück weiter an. Und das hat hier vielleicht auch nochmal was damit zu tun mit Selbstvergebung, mit Frieden schließen, mit der Vergangenheit. Vielleicht auch jetzt eben eine aktuelle Situation, die du als sehr belastend vielleicht auch empfindest. Da eben auch Frieden mitzufinden, Akzeptanz zu finden und auch darauf wieder zu vertrauen, du wirst auch diese Herausforderung schaffen, weil du auch alle anderen Herausforderungen bisher geschafft und überlebt hast. Also wirst du das jetzt auch wieder überleben. Und wenn du möchtest, kannst du dich natürlich auch mit dem Krafttier Eule verbinden. Vielleicht wird dir auch die Eule öfter gezeigt in nächster Zeit, weil die ja das Krafttier ist für die Weisheit. Und die möchte dich da einfach unterstützen. Und ich habe hier auch gerade... So witzig. Ich habe halt auch gerade Harry Potter gehört. Also vielleicht möchtest du, vielleicht bist du großer Harry Potter Fan, aber vielleicht möchtest du auch die Harry Potter Filme nochmal schauen, weil da Botschaften für dich drin sein könnten. Ich finde das immer sehr, sehr krass, wenn man sehr bewusst Filme schaut, was da doch immer manchmal für offensichtliche Botschaften drin sind, die man dann gerade gebrauchen kann, aber auch manchmal sehr versteckte Botschaften, die einem dann erst auffallen, wenn man einen Film vielleicht auch öfter gesehen hat und oder eben auch, weil das Bewusstsein sich entwickelt hat, den Film nach Jahren vielleicht nochmal schaut und dadurch den ganz anders wahrnimmt. Also auch da ist eine kleine Empfehlung, falls das mit dir in Resonanz geht, dann schau dir gern die Harry Potter Filme an oder lies gern die Bücher. Schauen wir weiter. Wir haben das Seraphim-Portal und schon wieder zeigt sich hier ein Portal für dich mit der Stimmenaktivierung, mit den Engeln verbunden, göttliche Unterstützung. Die Karte kam jetzt öfter, also die Engel zeigen sich jetzt irgendwie hier sehr krass. Ich bekomme hier auch damit die Engelszahl natürlich auch viermal die 1 rein, die nämlich auch unter anderem die Botschaft hat, dass du beschützt bist, dass die Spirits, Engel, an wen auch immer du glaubst, das Universum oder ob du es als eine bestimmte Macht bezeichnest oder an aufgestiegene Meister glaubst, was auch immer, dass es aber darum geht, dass du beschützt bist, dass du ja von anderen Wesen beschützt bist, dass du selber die Macht hast, dich selbst zu beschützen, dass du unterstützt wirst und dass es hier darum geht, deine Stimme zu erheben. Und damit sind wir auch im Halschakra und im Selbstausdruck. Also es geht hier irgendwie darum, die Chance, die da auf dich wartet oder die Entwicklung, die als nächstes auf dich wartet, ist noch mehr zu dir zu stehen, deine Stimme mit anderen zu teilen, deine Stimme zu erheben, deine Meinung zu äußern, deine Inhalte, wenn du jetzt einen Social Media Account zum Beispiel hast oder eine Website hast, dass du wirklich auf einem anderen Level irgendwie nochmal erweitert deine Stimme in größerer Form teilst. Genau. Vielleicht bist du auch Sprecher, Sprecherin, oder kreierst Videos oder Hörbücher. Und das ist auch ganz wichtig, weil das Teil deiner Mission ist und du da auch wirklich unterstützt wirst, das zu tun. Und für manche sehe ich hier auch, dass sich dadurch ein ganz neuer Weg für euch zeigt und ihr in der Zukunft etwas macht, was ihr so in der Form noch nie gemacht habt. Spannend. Schauen wir weiter. Du hast hier den Tempel, oh, das sieht so schön aus, mit den kosmischen Downloads und wirklich auch den Wahrheiten, die das Universum mit dir teilen möchte. Und ich kriege hier so Spa, also wirklich so Spa-Vibes rein. Also wenn du einen Wellness-Tag einlegen möchtest oder jetzt auch, dir würde das auch wirklich gut tun, in der nächsten Zeit einen Wellness-Tag zu machen, in einen Spa zu gehen, am Schwimmen zu gehen. Das kriege ich hier ganz stark rein, dich mit Wasser zu verbinden oder ein Zuhause, ein schönes
Baderitual zu machen, Salzwasser, wenn du die Möglichkeit hast, ins Meer zu gehen oder eine Reise machst, wo jetzt in einem anderen Land gerade noch sommerliche Temperaturen sind und du da ins Meer oder in eine Quelle, in einen See gehen kannst oder wie gesagt in ein Thermalbad, dann tu das. Wenn nicht, dann geht es hier auf jeden Fall, dass du in der Nacht, wenn du träumst, kosmische Downloads bekommst. Also, dass da Botschaften für dich reinkommen wollen, die mit neuen Wahrheiten für dich und die dich leiten. Kannst dich auch gern mit dem Mond verbinden oder auch wirklich, ja, auch nachts vielleicht rausgehen, den Sternenhimmel betrachten, den Mond betrachten, vielleicht für dich auch Mondwasser herstellen oder ich bekomme ja auch einen Mondstein, dass das für dich ganz gut wäre, einen Mondstein zu tragen als Kette, als Armband oder ihn so in der Hosentasche mitzutragen, dich mit einem Mondstein zu verbinden. Und mit Perlen habe ich gerade reinbekommen. Interessant. Schauen wir noch in dein Tarot. Du hast den Hierophant mit der Nummer 5. Vielleicht hast du auch an einem 5. Geburtstag oder im Mai. Hier geht es halt um Religion, Tradition und die Gesellschaft. Der Hierophant ist auch selber ein Lehrer, eine Lehrerin zu sein. Vielleicht bist du das auch wirklich vom Beruf oder vielleicht dienst du anderen als Mentor oder bist in einer Führungsposition oder bist ein Coach. Das kann es natürlich auch sein. Und es geht hier auch immer darum, den Weg deiner Berufung zu gehen. Also wirklich etwas zu tun, was dich mit Sinn erfüllt und dadurch anderen Menschen auch zu helfen. Und je nachdem eben auch, man ist ja immer Schüler und Mentor zugleich, aber hier geht es jetzt wirklich eher darum, dass du der Mentor, die Mentorin für dich selbst bist und auch für andere. Es kann aber auch für manche von euch sein, das bekomme ich auch rein, dass ihr in nächster Zeit einen Mentor oder eine Mentorin findet oder die oder derjenige in euer Leben tritt und das wichtig für euch ist, um nochmal was Bestimmtes zu lernen. Dann möchte der Fuchs reinkommen. Also auch das Krafttier Fuchs möchte dich begleiten. Also du hast jetzt die Eule und den Fuchs, was auf deiner nächsten Reise ganz wichtig ist. Und der Fuchs steht ja auch für Cleverness, für ganz große Beobachtungsgabe, was im Hintergrund auch manchmal zu sein und erstmal zu schauen, was die Begebenheiten sind, auch unbemerkt manchmal zu sein. Und wirklich, ja, auf sich, auf seine eigene Smartheit zu verlassen. Und der Fuchs ist ein absoluter Lebenskünstler oder eine absolute Lebenskünstlerin, wenn wir jetzt von der Füchsin sprechen. Vielleicht ist der Fuchs auch dein Krafttier. Und die 5 steht auch immer für Veränderung. Und das hast du ja auch hier, dass hier eine Chance, eine Möglichkeit wartet für eine positive Veränderung, für einen neuen Weg. Für manche halt wirklich auch einen neuen Weg in deine Berufung oder auch in eine neue berufliche Zukunft bekomme ich rein. Für andere auch bewusster den Weg der eigenen Bestimmung zu gehen, die Bestimmung zu leben und die Weisheit wirklich für dich selbst und für andere Menschen ja, heilend irgendwie zu wirken, für das Kollektiv sehr, sehr viel Heilung zu bringen. Wow, lieber Stapel 2, ich hoffe, dir hat das Orakel gefallen. Ich wünsche dir ein wundervolles 11.11-Portal. Freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Hier kriege ich auch so ein Vibe rein. Falls du eine Starsoul werden möchtest und meine Mastermind da bereichern möchtest, findest du alles unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf neue Starsouls. Und sonst schicke ich dir jetzt ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem
11.11-Portal-Orakel, wie verändert das 11.11-Portal dein Leben? Und du hast hier die Geschenke gewählt. Mit Liebe ist das größte Geschenk und die Fähigkeit, sich wirklich ja, mit jemand anderem zu verstehen. Ich bekomme hier aber auch rein, dass das 11.11-Portal bei dir Geschenke vom Universum aktiviert und dass da in nächster Zeit auf dich schöne Überraschungen warten. Also ja, natürlich auch vielleicht in der Liebe, in deiner romantischen Verbindung oder dass da auch eine neue romantische Verbindung in dein Leben tritt. Das kann es auch sein, aber das können auch ganz andere Geschenke sein, die was. Ja, dass jemand vielleicht auch dir einfach eine kleine Freude macht, eine kleine Überraschung bekomme ich auch rein, jetzt egal, ob das von Familienmitglied oder durch einen Freund, eine Freundin ist oder halt auch wirklich durch den Partner, die Partnerin, aber dass da was auf dich wartet oder irgendwas, ein schöner Glücksfall, womit du nicht rechnest, ich habe auch gerade gehört, eine Gutschrift für jemanden oder dass du auch so jemand dir ein Geschenk schickt, was unverhofft ist, das bekomme ich rein. Und ein gutes Angebot bekomme ich noch rein. Schauen wir mal weiter. Das ist die Transformation. Es geht darum, dass du in einer tiefen Transformation bist, die wirklich zum höchsten Wohl aller geschieht. Und dass es darum geht, dass du diese Transformation annimmst. Und ich weiß, manchmal macht einen so eine Veränderung, auch eine innerliche Veränderung, Angst. Vor allen Dingen, wenn dadurch natürlich sich dann auch im Außen vieles verändert. Und gerade, wenn das dann so Sachen sind, die an deine Sicherheit gehen. Also ne, wenn es darum geht, dass dann vielleicht der Job weggebrochen ist oder du selber gekündigt hast, weil das für dich einfach so nicht mehr funktioniert hat und dadurch dann Existenzängste natürlich auch auftauchen können oder dadurch, dass eine bestimmte Freundschaft oder eine Liebesbeziehung geendet ist, weil du dich verändert hast und entweder selber derjenige warst, die sie beendet hat oder der andere, dass du ja, dass dir das aber trotzdem natürlich ist es eine aufreibende Zeit und es ist eine herausfordernde Zeit, wenn man dann so das Gefühl hat, oh, mehrere Lebensbereiche oder ein Lebensbereich verändert sich oder man hat das Gefühl, dass irgendwas zusammenbricht und das ist einfach, dann hat man natürlich mit Ängsten und mit Unsicherheiten mal wird man konfrontiert und hat damit zu kämpfen und der beste Weg, damit umzugehen, ist die Akzeptanz und halt auch wirklich mit diesem positiven Mindset, es geschieht zum höchsten Wohl aller. So, das hat seinen Sinn und auch wenn man den nicht immer erkennt, auch wenn der Verstand einem einredet, nein, das ist nicht richtig so, es ist aber passiert und da es passiert ist, hast du halt nur eine Chance, irgendwie wieder glücklich zu sein, indem du es akzeptierst und dich dann nämlich dafür öffnest, dass positive Geschenke und positive Veränderungen dadurch dann wieder in dein Leben kommen können. Und natürlich heißt es nicht, dass die Phase dann dazwischen, die ist nicht immer leicht. Und das ist okay so, weil das Ego hat Angst zu sterben, weil Teile von dir eben sich verändern und zum Teil eben auch wirklich transformiert werden und deshalb das Ego das Gefühl hat, dass irgendwas stirbt, weil ein neues Ich geboren wird und das macht dem Ego oder dem Verstand Angst, aber deiner Seele macht das keine Angst. Und deshalb ist es eben auch da so wichtig, bei dir zu sein, vielleicht in Meditation zu gehen, immer wieder dich mit deiner Seele, mit deiner Intuition zu verbinden, mit deinen Spirits, mit Menschen, wo du wirklich weißt, okay, die helfen mir wirklich, die meinen es gut mit mir und dadurch dann einfach ja so ein bisschen das Gefühl in einer unsicheren Zeit wieder ein bisschen Sicherheit zu haben dadurch. Und die Schmetterlinge hier wollen da auch reinkommen. Also auch da
wenn du Schmetterlinge siehst, ist ja jetzt in der Jahreszeit, dass man sehr selten nur noch welche sieht, aber ich habe vor ein paar Tagen sogar noch einen gesehen und war total verwundert. Also falls du auch noch mal in den nächsten Tagen einen Schmetterling, der sich noch verirrt hat, siehst, dann ist das auch ein Zeichen, dass du halt auch einfach wieder einen neuen Schritt, ein neues Level erreicht hast und wieder in dem Prozess erneut zu einem Schmetterling geworden bist. Schauen wir weiter. Du hast hier die Musen mit Inspiration. Ich bin erfüllt von kreativer Energie und ziehe neue Ideen magnetisch an. Und das kann es auch sein, dass das hier die Geschenke sind. Was mit deiner Kreativität zu tun hat, dass du dadurch vielleicht neue Projekte, vielleicht wenn du selbstständig bist, da auch Neues kreierst. Vielleicht möchtest du ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung launchen. Vielleicht hast du eine Idee für eine neue Selbstständigkeit oder du hast eine Idee, ja, vielleicht auch wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Job bist, was in welchem Bereich du gehen möchtest oder zu welchem Unternehmen du gehen möchtest. Und das ist das 11.11-Portal, löst das in dir aus, dass du sehr kreativ bist. Also du kriegst so einen Kreativitätspush und neue Ideen. Und achte auf die Inspirationen oder vielleicht werden dir auch neue Menschen gezeigt oder eine besondere Person, die dir als Muse dient, wo du einfach inspiriert wirst durch das, was die Person vielleicht zu sagen hat oder auch wie die Person vielleicht aussieht, warum du deshalb auf eine neue Idee für dich selbst kommst, für dein eigenes Leben. Schauen wir weiter. Das überschlägt sich hier. Vielleicht ist auch im Stapel 2 was für dich, weil da hatten wir auch ein Portal. Du gehst jetzt durch das Portal und Türen öffnen sich für dich. Und es geht hier aber darum, in deine Selbstverantwortung zu gehen. Denn du entscheidest. Hier warten Belohnungen, Geschenke auf dich. Das ist aber mit etwas verknüpft. Und das ist hier ganz laut Mut. Es ist von dir. Also von dir wird, also erwartet ist zwar ein hartes Wort, aber ich habe es gerade gehört von den Spirits. Es wird gerade von dir erwartet oder gewünscht, dass du mutig bist und durch neue Türen auch gehst und nicht festhängen bleibst und dich an Altes klammerst, weil du inmitten einer Transformation bist und du sollst halt als Schmetterling in ein neues Leben fliegen. Und das heißt jetzt nicht bei jedem, dass das ganze Leben sich verändert. Für manche heißt das schon, dass ihr so in mehreren Lebensbereichen wirklich einen Neuanfang habt. Für andere kann das aber auch nur ein Bereich sein. Und für viele von euch ist es beruflich, ist es ein neuer Bereich. Oder eben auch nach langer Zeit vielleicht, wenn du jetzt sehr lange alleine warst, wieder den Mut auch zu nehmen und weil es auch einerseits zwar ein Wunsch von dir ist, aber andererseits natürlich einem auch Angst macht, sich wieder wirklich auf einen Menschen einzulassen, wirklich auch eine neue Tür zu durchschreiten in eine neue Liebesbeziehung oder eben auch eine neue Tür aufzumachen, die Beziehung zu verändern, offen zu sein für Neuerungen oder auch offen zu sein für einen neuen Lebensstil, bekomme ich auch rein, offen zu sein, neue Routinen und neue Gewohnheiten dir anzuerziehen und Altes, wovon du weißt, dass dir das so nicht mehr dient, auch loszulassen. Und das erfordert Mut. Und das ist hier was, was ich mal wieder in die Luft geschrieben bekommen habe. Riesigen Buchstaben Mut. Es geht um Mut. Okay, schauen wir weiter. Die Smaragd-Tafel-Aktivierung, kosmische Bestellung, göttliche Alchemie, bewusstes Manifestieren. Ja, und das kann ich dir natürlich nur ans Herz legen, dass du das jetzt kurz vorm 11.11-Portal und auch währenddessen natürlich machst, dass du bewusst manifestierst, dass du deine kosmischen Bestellungen abgibst und dass du selber dadurch Teil der Alchemie wirst, dass du zum Alchemist oder zur Alchemistin wirst und auch in Bezug darauf, ich habe es schon öfter mal in einem Reading, wenn es kam, auch empfohlen. Ich empfehle es hier jetzt auch nochmal für die, die es nicht gehört haben. Ich kann jedem Menschen nur empfehlen, das Buch Der Alchemist zu lesen.
Und vielleicht ist das jetzt halt auch ein Teil deines Geschenks, dass dieses Buch in dein Leben kommt. Genau, das noch. Sonst für die, die sich mit der Smaragdtafel sowieso schon auseinandergesetzt haben, auch das, die Bestätigung hier, das ist dein Reading. Falls nicht, kannst du natürlich auch in das Thema tiefer eintauchen oder eben auch in das Thema Manifestieren, mit Affirmationen zu arbeiten, unter anderem mit Meditationen zu arbeiten, Dankbarkeitsrituale zu machen. Das sind alles, ist ein Teil davon, Journaling, in das Thema vielleicht tiefer einzutauchen und dich dazu inspirieren zu lassen. Dafür ist das 11.11-Portal da, auch neue Wünsche und Ziele dir bewusst zu machen, damit die in Zukunft in dein Leben kommen können. Schauen wir weiter. Du hast die innere Magie mit deiner Frequenz erhöht sich, in deiner Power stehen und eine erhöhte Energie halt zu haben. Ich finde das ja auch super interessant, weil du hast hier halt auch wie so einen Schutz, wie so eine Glocke, so eine Schutzglocke um dich herum. Also noch einmal auch hier, ich hatte es auch schon in einem anderen Stapel, schon ist auch in Stapel 2, also vielleicht ist da auch noch eine Botschaft für dich. Du bist beschützt und dir das aber vielleicht eben auch vorzustellen, dass du in so einem weiß, ich mache das selber öfter, in so einem weiß-goldenen Licht bist, um dich beschützt zu fühlen, um auch irgendwie dich sicherer zu fühlen, weil das einfach gerade in so einer tiefen, transformativen Phase, gibt es einem einfach viel, weil man einfach manchmal in Ängsten und Unsicherheiten ist, wenn sich so viel verändert. Und die Veränderung kann halt nur stattfinden, deshalb kannst du dir selber applaudieren, weil deine Energie sich erhöht und dadurch Erfahrungen und Menschen und Situationen sich in deinem Leben halt verändern müssen. Also es geht halt nicht anders. Wenn du dich innerlich veränderst und deine Energie sich verändert, verändert sich halt auch immer danach auch im Außen etwas, weil du ja anders bist. Und deshalb verändert sich auch die Welt um dich herum. Schauen wir noch in dein Tarot. Du hast die Five der Münzen. Du hast die Fünf der Münzen. Mit den Sorgen, mit der Unsicherheit. So, und genau das ist es, was aus deiner Energie rausgeholt werden möchte, weil die Fünf der Münzen, die stehen unter anderem für Verlustangst, für Bindungsangst, für Geldprobleme, für einen geminderten Selbstwert. Und das sind alles gerade Themen, mit denen du in den letzten Monaten, bekomme ich rein, letzten Jahren, immer wieder konfrontiert wurdest. Und das möchte aus deiner Frequenz verschwinden. Diese Fünf der Münzen, das war vielleicht wirklich deine Erfahrung der letzten 16 bis 20 Jahre, wo dir immer und immer wieder gezeigt wurde, ich habe ein Selbstliebeproblem, ich habe ein Selbstwertproblem, ich musste durch Bindungsängste durch Verlustängste, ich habe mehrere Menschen verloren, ich musste immer wieder von Menschen Abschied nehmen, ich bin weggelaufen, die sind vor mir weggelaufen. Also all diese Erfahrungen, ich habe dauerhaft Geldprobleme, kann sich halt bei jedem anders, muss nicht alles auf dich zutreffen, kann auch nur eins davon sein, können mehrere Sachen sein. Ich habe mit Unsicherheiten zu kämpfen. Ich habe in meinem Berufsleben nicht die Erfolge feiern können, die ich gewollt habe, oder ich habe nicht das Geld verdient, was ich mir gewünscht habe, ich habe die Beförderung nicht bekommen, was auch immer es ist, es ist für jeden was anderes. Ich habe die Liebesbeziehungen nicht geführt, die mich wirklich glücklich gemacht haben, wo ich das Gefühl habe, gewertschätzt zu werden. Ich habe in der Familie keine Wertschätzung erfahren. Was auch immer es ist, das möchte aus deinem System raus. Das möchte wirklich rausgereinigt werden, gelöscht werden und sich transformieren in, sie liegt hier nicht, aber ich habe es gerade gehört, in die 10 der Münzen. Und die 10 der Münzen ist eine komplett andere Erfahrung als die 5 der Münzen. Und das ist hier auch eins dieser Geschenke, die jetzt durch das 11.11-Portal ausgelöst werden, dass du in eine andere Frequenz gehst, dadurch in eine andere Timeline und sich dadurch mit der Zeit,
geht nicht von heute auf morgen, es wird nicht das 11-11-Portal sein und dein komplettes Leben verändert sich und du bist auf einmal in einer komplett anderen Realität. Das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der sich aber zeigen wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten. Bekomme ja auch rein, so im nächsten halben Jahr, dass du dann schon siehst, mein Leben ändert sich wirklich sehr intensiv und hier kommen Geschenke rein und hier kommt wirklich, weil ich mich verändert habe, kommen hier vom Außen auch Möglichkeiten auf mich zu, die ich vorher so noch nie in meinem Leben hatte. Wow, lieber Stapel 3, was für eine 11-11-Parteibotschaft. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Schick dir ganz viel Love and Sunlight, ein wundervolles 11-11-Portal. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.